Palworld, bestes Survival Game 2024 geht weiter. Tag 2 geht an den Start mit Gexle und später noch Keksi. Ich wünsche viel Spaß. Action. Tag 2 lädt rein. Windstiehkügel. Oh, genau da, wo ich eingeloggt bin. Genau da, wo ich ausgeloggt bin. So, bestes Survival Game 2024 bis jetzt. Kann ich nur sagen. Und ich habe einige gezockt in meinem Leben. Action. Ist laut, oder? Aber geht nur für mich vielleicht laut. Ich leg hier mal schlafen. Kein Bock hier bei der... Kein Bock da so lang... Jawohl. Im Dunkeln zu liegen. Hey, geht gar nicht. Hallo. Ist schon wieder Tag, oder was? Ist anscheinend schon wieder Tag, aber das ist kurz nach Mitternacht, oder nicht? Aber die arbeiten alle hier. Okay, die arbeiten alle hier. Ja, wir müssen da mal laufen, ist ja richtig so. Ist das alles gerade ein bisschen zu laut, oder bin ich irgendwie... Ist irgendwie... Sind meine... Komm, nimm das hier raus. So. Elf Metallbarren. Danke. Okay, tun wir ins Neue. Schade, ich dachte, ich könnte hier irgendwas decken. Ich muss mal schauen. Ich muss hier mal noch was skillen. Was ist denn hier? Ist irgendwelche Eindringlinge oder was? Oha, geil. Ja, selber schuld. Also, wenn sie nicht fangen lässt, dann musst du sterben hier. To die for. Geil, und sofort Level up. AW-Somme, Digga. So, okay. Warte, wie ist denn das hier mit diesem Ding so? Okay. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Scheiße, hab ich wieder vergessen. Egal. Ich kann leveln. Ich kann den Kochtopf, glaube ich, oder? Ah ne, erst ein Level später. Mega Schild muss sein. Ah, ich wollte schauen wegen dem Einfang, der Pals. Hitzeresistent, Eisentruhe, na klar, rein da. Ein dekoratives, ist halt für mich ein Arsch. Hier, ich wollte mal schauen hier, weil ich habe Seelen gehabt und konnte die eigentlich hier verwenden. Opfere Liv Munk Statuen, um deine dein Fanggeschick zu erhöhen. Save. Hier. Erhöhen. Ja, klar. Fanggeschick muss stärker werden. Und ich habe trotzdem mit dem kleinsten habe ich den Boss gefangen. Der 100 Level höher ist der. Sehr, 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 sehr geil. Appreciate. Hier wollte ich noch schauen. Was gibt es denn bei den antiken Technologie? Brutkasten haben wir ja. Entsafter, bessere Pistole kommt noch. Okay, okay. Gut, dann haben wir das meiste soweit. Mühle haben wir. Was wollen die eigentlich hier? Mit Kochtopf noch, oder? Ich wollte irgendwas machen, jetzt habe ich es vergessen, oder? Ich habe so 3-4 Gedanken gehabt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn, okay. Kann man noch mehr haben? Baue Kochtopf. Okay, das geht noch nicht. Dann müssen wir leveln. Dann müssen wir leveln. So.
Okay. Was, wenn du. Schreib doch bitte im Live, wenn du was schreibst. Warum sieht deine Seite so komisch aus, alles quer und durcheinander? Was für eine Seite? Was für durcheinander? Was für quer? Wieso? Ich muss jetzt jedes Mal aus dem Spiel aus dem Discord öffnen, wenn es nicht im Live ist. Ich meine, jetzt sieht das wieder normal aus. Okay. Ja, Tichi, musst du mal Brille putzen, sage ich. Sage ich, Brille putzen, sage ich. Okay. Vielleicht mit der Maus noch drüber gehabt, dann wird's so dunkel. Yo, der hat Weizen angepflanzt. Geil. Schau mal, der spritzt und jetzt spritzen wir gemeinsam, Digga. Jawoll. Gemeinsam spritzt Main. Okay, der kloppt noch Holz. 2800. Oh mein Gott. Das ist so krass. Das Ding ist, ich hatte mir ja auch kurz angeschaut, das Spiel, so ganz kurz in einem Stream. Du kannst, wenn du es nicht selber spielst, verstehst du nicht die Quality of Life Features. Das ist so krass. Ach, Mühle, Weizen. Let's go. Also wenn, ich sage euch eins, wenn Enshrouded das nicht hat, verloren. Man tut hier die Sachen in die Kisten und kann aus den Kisten craften. Du musst nicht sortieren. Wenn Enshrouded das nicht hat, spiele ich nicht. Also beenden alle vier. Zurückgeben. Du tust alles in die Kiste und kannst egal von wo im ganzen Lager aus den Kisten craften. Hey, das sind Quality of Life Features, das habe ich nur in Ark bis jetzt mit Mod gesehen. So krass, Mann. So, warte. Fallen lassen. Ich kann keine 8 Tonnen Holz looten. Holz, zack. Hier rein. Und auch keine Stacks gibt es. Unendlich Stacks, weil es mit Gewicht ist. Ich weiß, dass hier keiner ist oder keiner zuschaut oder so und das nicht irgendwie wirklich groß wird. Aber das Spiel ist gigantisch und ich freue mich, dass ich sowas überhaupt noch erleben darf. Dass ich sowas überhaupt noch als Gamer erleben darf, dass sich Entwickler Zeit nehmen für das Spiel und es auch selbst gespielt haben. Hammer! Das sage ich hier für mich, für die Aufnahme und für meine Ewigkeit. Für nichts und niemand. Danke, dass ich das 2024 erleben darf, dass das Spiel flüssig geht, dass es funktioniert, dass die Features einfach durchdacht sind, dass alles logisch aufeinander aufgebaut ist. Vielen Dank. Appreciate. Du bist da? Ja, verdammte Scheiße, nimm mich alles zurück. Das ist ein Müll. Nimm mich alles zurück. Schau mal, du hast halt hier Kisten, du hast die ganzen Sachen drin, Tichi. Und du kannst überall darauf zugreifen, ne? Also es sind halt so geile Quality of Life Features, die du eigentlich in keinem, die du in anderen Spielen nur hast, wenn du irgendwie Mods hast. Ist dieses Ei eigentlich, geht die Welt weiter, wenn das, oh, Alexa, setze Timer 45 Minuten. 45 Minuten ab jetzt. Krass. Der Server läuft weiter. Okay, die Server, die ich bis jetzt gespielt habe, also außer Ark halt, ist auch nicht so. Die letzten zwei mit Daisy oder No One Survived. Ist kein Spieler auf dem Server, ist es pausiert. Hier geht es einfach weiter. Deswegen haben wir so viele Sachen. Ich habe das ja so geschafft, dass die halt selbstständig alles machen. Die pflanzen selbstständig an. Die tun selbst, haben dann selbstständig Essen. Also die haben halt alles, alles, was sie brauchen. Die schlafen. Die bewässern, die tun abernten. Einer tut anpflanzen, der andere tut bewässern, der andere tut abernten.
Die schlafen, die machen alles selbstständig. Und das Beste ist eigentlich, wenn du irgendwas baust, dann helfen sie dir. Ich tu mal das hier rein. Okay, Server lief einfach weiter. Coole Sache. Okay. Das Ding ist jetzt... Was habe ich denn gelernt eben? Warte mal kurz schauen, Technologie. Ich muss noch wieder kurz reinkommen. Und das Heftige ist hier, Tichi, du baust hier... Du baust hier so ein... Was ist das überhaupt? So eine Mine. Und dann kommen die, die halt das können. Hier zum Beispiel, das Schwein macht das vorne mit den Hufen. Der Muffi, das ist so einer, der ist so ein Muffi-Schlumpf. Der kommt, dann macht total mit so einer Spitzhacke so ganz... gar keinen Bock. Der Hirsch hier hackt mit seinen eigenen Geweih, hackt der Holz. Andere machen es mit der Pike. Der kann hier auch hacken, schau. Der geht dahin, der hilft halt auch ein bisschen, siehst du? Ja, drei Stück helfen hier. Der schläft gerade, das ist der besamt das Ganze. Hier können sie sich ausruhen, Whirlpool, so eine Art Hot Tub. Was? Ich weiß ja nicht, hat dann hier keiner irgendwie angegriffen? Weil normalerweise wirst du auch angegriffen von Banditen oder von Pals. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas verloren haben, kann ich das nicht sagen. Steht irgendwas hier? Kein Lock oder so, ne? Lageinfo, Pals, 10 von 10. Okay, Hammer, Mann, Hammer. Krass, krass, krass. Der Server geht weiter, lol. Ach so, Mega-Schild wollte ich bauen. Na klar, jetzt hat. Ich wollte mir ein neues Schild bauen. Da hier. Zack. So, jetzt wird das Schild beauftragt. Ich drücke F und mache das. Und ich sehe, dass einer kommt. Der fliegende Typ kommt und hilft mir. Und macht mit. Wisst ihr? Und das können dann ganz viele mitmachen, je nachdem, was du baust. Geht's dann schneller. Ultra. Wenn du ein Gebäude hinstellst, kommen vier Typen ringsrum und klopfen und helfen dir. Jetzt hat er aber gar keinen Bock mehr, weil er ist ein bisschen depressiv. Dieser Paul ist erschöpft und kriegt nichts mehr auf die Reihe. Oh, weißt du warum? Weil ich sie mit eiserner Faust regiere. Muss mal kurz ändern für eine Minute oder so. Ich muss mal das Schild hier. Normales Schild. Ich habe vergessen, ich habe die Settings umgestellt. Die sind nur noch depressiv und fertig mit den Nerven. Hier. Mein Thron. Wenn ich auf meine Gefährten hier herunterspreche. Ich bin wieder da. Muss ich hier arbeiten, schuften oder brutale Arbeit? Normale Arbeit, dann Überstunden und dann Blizzard-Verhältnisse. 24-7. Mach mal wieder normal. Ich mache auch brutale Arbeit. Aufsichtskanzel. Main. Alle depressiv hier und fertig mit der Welt. Egal. Achso, wir sind schon so weit, dass wir eigentlich fliegen können. Ich hab den ganz am Anfang gezähmt, aber wir sind schon so weit, dass wir fliegen können. Ist das ein Fremder? Gehört der uns? Ja. Das Fliegen ist halt leider nicht so klassisch, das ist halt Taste... Space hoch, zieh runter. Aber ein bisschen kannst du dich ja dann bewegen über die Abgründe. So, jetzt muss er landen hier. Die Ausdauer wird aufgebaut.
Hast du gesehen, Tichi, dass die Seite noch ein bisschen verändert wurde? So. Sind wir denn hier? So, auf der Seite war ich ja noch nie. Wie meinst du alles durcheinander? Ist doch immer noch so, oder? Ja, da sind noch jetzt viele neue Platzhalter. Vorhin oben war ja gar nichts. Jetzt ist halt, durcheinander. Es ist eher jetzt durcheinander, oder? Als vorher. Vorher war halt einfach nur oben live und fertig. Jetzt haben wir da tausend Sachen da. Was ist denn hier? Ich war hier noch nie. Ich wollte nur zeigen, dass wir fliegen können. Jetzt bin ich halt irgendwo. Es gibt da, wir haben gestern noch Bosse gemacht und Dungeons und sowas schon. War cool, war cool. Warte, ich port mich dann nach Hause bei dem Ding. Ich porte mich wieder nach Hause oder woanders denn hier? Okay. So, das Schild kann ich da lassen, wiegt 5 Kilo, der frisst gerade. Schild kann ich da lassen irgendwo. Dann mache ich mich ein bisschen auf, noch ein paar zu ziehen. Ah, genau, Dinger, ich wollte schon Pocke sagen. Ich habe keine Balls mehr hier da zum Einfangen. Hier, da. Also wir können nur 7 herstellen. Kann man einer hier helfen? Das Ding ist, die fahren alles selber, aber dieses Teil nicht hier. Das Blaue da. Was brauche ich hier für die Bälle? Krass ist halt überhaupt, dass man so hochkriechen kann, ne? Du musst halt nie um den Berg herumlaufen. Du kannst komplett hochkriechen. Gerade Steilwände. Ja, auch noch nie gesehen. Kixi meinte, das ist auch schon bei Zelda so gewesen. So, aus dem können wir dann Pokéball machen. Können die eigentlich aus dem mehrere aus dem einen Futternapf da machen? Die haben ja auch viel abgeschaut, kopiert von Zelda etc. Ich finde es gut, wenn man aus verschiedenen Spielen das Beste herausnimmt. Das finde ich gut. Und dann noch eigene Sachen edit. Dass die Begleiter und hier so helfen, gibt es anscheinend bei Pokémon nicht. Tun für dich Holzhacken, die tun Steine, die tun helfen beim Aufbauen, die tun Ansehen, die tun Abbauen, die tun alles machen. Das gibt's anscheinend nicht sonst. Das sind dann der neuen Ideen. Schau mal, die haben das fertig gebaut. Was ist da nicht mit dem Besseren hier? Was kostet der? Achso, das ist mit Metallwaren, okay. Jetzt das bessere Bombe, was komme ich da? 25. Nämlich halt die, oder? Nämlich halt die hier. Brauche ich nicht den normalen. Dann die Türen fertig. So.
Ja, das ist halt so, du bindest hier die Tiere ein wie bei Ark. Das ist ein Feuerfuchs. Wenn du Metall schmelzen willst, kommt der und tut aus dem Mund Feuer speien und dadurch kannst du das Metall schmelzen. Du selbst kannst es ja nicht machen. Und das ist bei vielen Sachen so. Du brauchst die Hilfe von denen. Geht da nicht anders. So, ich hab jetzt keinen Bock, das allein zu machen. Irgendwie kommt keiner. Weil die alle zu faul sind gerade. Jetzt nehme ich mir den hier. Normalerweise kann ich den hier aufnehmen, aber der macht halt was, ne? Hier, komm her. Jetzt ist der müde. Hier, komm du her. So, komm her. So. Der hat's nicht gecheckt. Ich werfe den jetzt dahin. Jetzt muss der mir helfen hier. Jetzt hilft er mir. Ich weiß nicht genau, wie sie die Prioritäten haben. Wenn ich was neu baue. Es ist ein bisschen so wie Siedler. Du kennst, wenn du bei Siedler so ein Schema hinstellst, dass du jetzt ein Haus bauen willst, da kommen die alle angelaufen, bringen die Ressourcen und bauen dann. Ist hier auch so. So ein bisschen Siedler, so ein bisschen Faktoren wegen diesen einzelnen Verkettungen. Dann ist natürlich Ark wegen den. Es gibt auch Dinos wegen den Viechern, den Pauls. Und halt Survival, ne? Essen. Haus bauen, du wirst angegriffen, du musst halt abwehren, du hast bisschen MMO-like mit Bossen und Dungeons. Ja, kranke Scheiß, sage ich dir nur. Die dauern etwas länger. Müssen wir theoretisch noch einen holen, warte, geht das? Noch einen holen? Schneller geht. Der kann das halt nicht. Aber die sind halt echt gut. Der kann das auch. Hier, komm. Der kann da auch helfen. Hier. Ja, und der macht eine Pause da an, da schau. Jetzt hilft halt der. Und schau, wie schnell es bei dem geht, lol. Anscheinend hat der Level 2 oder so vom Helfen. Und je nachdem interagieren die halt mit dir. Den Fuchs kannst du in die Hand nehmen, hast du Flammenwerfer. Den kleinen Affen, das ist so ein Äffchen, der heißt Tanzi, ist voll lustig. Das heißt wirklich Tanzi. Der hat ein Maschinengewehr und schießt halt dann. Voll bescheuert, hä? So. Hier ist so ein Gerät, da kannst du so Aufsätze machen für den. So für alle. Hast du so einen Sattel für den? Das ist ein Sattel für so einen Boss. Der hat so eine Eisjägerfalle, dann ist der eingefroren. Nightwing ist das fliegende Vieh. Hier Tanzi Sturmgewehr. Und Liftmunk hat Maschinenpistole. Also. Crazy shit, sage ich da nur. Crazy shit. Weil das Beste ist halt echt, dass du weißt, ach, das wollte ich machen. In die Kisten legst und dann kannst du einfach craften, egal wo es ist. Das habe ich gesehen. Warte mal, es gibt ein Schmuckstück, was ich herstellen kann. Und das Geile ist, man kann halt wirklich alles reparieren. Hier, oder? Wie heißt das Schmuckstück? Federhaarschmuck. Ungewöhnlich frei. Federhaarschmuck. Ja, ungewöhnlich. Genau das. Das jetzige Schmuckstück hier bringt mir Leben. Ich habe 8, 11 Leben mit dem und 77 ohne das. Okay. Mit dem jetzt machen der hier. Erschöpft, okay. Gut. Ich hole noch ein bisschen Erz und dann dieses blaue Dings. Der blaue Erz brauche ich auch noch. Hammer. War gestern noch eine Zeit lang wach.
Wir hatten ja gegen 6.30 Uhr aufgehört, aber ich habe dann noch bis Mittag gemacht. Die erste Folge wollte ich halt heute rausbringen und den Shorts auch noch. Also habe ich mir noch 6 Stunden Cutting gegönnt für eine Folge und einen Shorts. Und dann habe ich es geschafft, dass es um 18 Uhr rauskommt, als ich um 6 Uhr früh angefangen habe. Weil es muss ja auch noch hochgeladen werden und dann noch gecheckt werden von YouTube. Das ist ja auch noch die Sache. Doch noch so blaues Zeug hier, ey. Also ein Pokéball haben wir noch hier, so ein Ball-Sphäre. Ihr Erz. Was dann noch geil wäre, wenn du unterwegs farmen könntest und dann hast du ein Tier dabei, das schickst du los. Und dann kann das das nach Hause bringen. Warte, ich muss mal den Boss mit dem anderen. Da steht da, wenn ich den dabei habe, dann kann ich mehr tragen. Mal schauen, ich habe jetzt den Nightwing dabei. Ich habe den dabei, den Dino. Baldex. Schild. Hier. Wenn Kativa im Team ist, trägt es dein Gepäck, was deine Maximallast erhöht. Das ist... Welche Eigenschaft ist das hier? Krass. Also kann ich den ja auch mitnehmen, so einen... Das ist der Flammenwerfer, stand noch bei einem dabei, sowas. Das ist das Sturmgewehr. Der, auf Befehl wirst du mit einer Panzerfaust ausgerüstet. Also du schießt ihn quasi. Das ist erst der Schuss oder was? Schaden beim Holz wird erhöht, okay. Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal Gegenstände ausgraben. Hey, muss ich mal machen. Okay. Das ist geil. Ich wollte das Blaue haben. Er ist ja eh dabei. Guck mal, ich habe ihn noch dabei, den Boss. Hallo. Das ist ein Nichtsnutz. Steht sogar dabei. Toll. Ist irgendwo tiefer, oder? Hier der Boss, 89er schon. Kann als Reiter genutzt werden, wenn King Packer im Team ist, trägt es dein Gepäck, was deine Maximallast erhöht. Okay, meine Maximallast war 450. Was ist sie denn jetzt? Auch 450. Ja, dann trag doch mein Gepäck. Macht er gar nicht, oder? Immer noch 450. Ja, das ist halt Riesenviech, war halt ein wilder Boss. Meine Maximallast wurde nicht erhöht irgendwie. Und ich dachte jetzt, wo ich diese Viecher habe, muss ich nie wieder farme. Die tun da nicht alles für mich farmen, nur Erz nicht und... Oh, da ist eine lila Kiste. Ja, dann nimm mal mein Gepäck. Ja, gib mir mal den allen Essen, ey. Die alle Hunger haben. In der Kiste. Zack. 17 Pfeile und Goldmünzen, okay.
Aber das Ding ist, ich kann trotzdem nicht mehr tragen. Ich würde gerne mal dieses Mammut da probieren. Das ist hohes Level. Ich würde gerne mal das Mammut probieren. Dann machen wir gleich, wenn wir nach Hause. Wenn wir zu Hause sind. Ich gönne mir jetzt mal Luxus und fliege nach Hause. Auch wenn es nicht schnell ist. Ich muss heute dann nicht oben herumlaufen. So, fertig. Gut. Kranke Scheiße, Mann. Das. Rezept, das. Machen wir hier auch 20. Noch zweimal das drücken können, okay. Füchse, kommt, helfen. Da ist er ja schon. Wo ist denn der Fuchs? Okay, die machen schon. Da, die kommen. Und? Feuer? Okay, keine Animation heute, gut. Also, ich werde mal schauen, wie viel Schaden ich bei dem mache. Und ob der Boss helfen kann. Hallo. Wir sind ja nicht immer alle hungrig. Da ist so viel Essen hier. 721 Bären, die sie selber abbauen. Wird's dunkel, ist ja voll doof. Er wartet, dann pennen wir noch kurz. Dann pennen wir noch kurz, bevor wir da jetzt dann. Und das Schmuckstück will ich mir noch bauen, genau. Vielleicht habe ich ja dann mehr Leben oder so. Das hier. Bin gespannt. Ja, passt dir denn eigentlich? Dann kann ich das zocken, bis Enshrouded kommt. Ich wechsle halt durch zwischen dem Enshrouded und No One Survived. Je nachdem, wer Bock hat. Dave fährt hier 24 Stunden rennen. Wenn der Bock hat, zocke ich No One Survived weiter. Wenn Keksi da ist, zocke ich das weiter. Und bei Enshrouded, keine Ahnung, mit dir vielleicht. Ey, wenn es mit dem Server und dem alles klappt, werde ich es eh probieren. So oder so. Also, das Spiel ist anscheinend durch die Decke gegangen. Wusste ich alles gar nicht. Mich hat überzeugt, Dedicated Server Survival. Da war ich schon gefangen. Und dann habe ich noch mitbekommen, dass diese Tiere dir helfen. So ähnlich wie bei Conan, deine Kollegen. Und das hat mir schon gereicht. Was mich ein bisschen abgeschreckt hat, ist diese gezeichnete. Aber dadurch, dass das Spiel so viele Qualitäten hat, alles okay. Schaue ich mir drüber hinweg. Okay, ich habe einen Federschmuck. Und wo ist das jetzt? ...897 jetzt? Warum? Ach, hier oben. Ach, das ist ein Kopf. Warte, tue ich weg? 811? 897? Boah. Okay. Also eigentlich sollte ich hier selber essen. Oha, krasse Scheiße.
Kann ich mich hinlegen? Legt euch halt auch alle hin, ihr Pauls. Okay, funktioniert, geil. Okay. Dann lass uns mal den Typen da probieren. Würde ich sagen. Einfach so mal so testen. Ich bin ja eh hier. Also ich sterbe nicht eh hier. Ich nehme mal den anderen raus hier. Taste 1 bis 3 finde ich total anstrengend zu drücken. Wenn du WSAD drücken musst. Der. Der ist doch nochmal immer hier. Ich glaube, der patrouilliert ja eh. Da ist er ja. Der hat so ein hohes Level, Alter. 38. Was bin ich? Oh. Okay. Was bin ich? 16. 23 haben wir. Der glaube ich 23, was er geschafft. Ich probiere mal. Der zu sterben, ey. 2. Oh, der macht Stampfen, Alter. Wir machen halt echt gar keinen Schaden. Oh, der hat meinen gekillt. Lol. War nett. Ja, gar keine Chance, der ist zu stark, zu hohen Level, der ist doppelt so hoch wie mein Level, also noch mehr. Scheiße, Alter. Der hat den Boss getötet. Oh, einfach so mal. So, mal hier so. Einfach so. Krass. Krass. 2200 Leben hat der. Der hat ja nicht genauso viel wie der andere, oder? Hat der nicht genauso viel Leben gehabt? Eben? Auch 2-2? Lass mal dir mal denken. Was ist mit dem Wolf überhaupt hier? Level 9 müssen wir ein bisschen leveln, ist die Dinge. Nee, falsch. Ja, da. Kannst du weiter benutzt werden? Beim Reiten ist deine Geschwindigkeit etwas höher als gewöhnlich. Das ist geil. Haben wir keinen Sattel von dem Typen? Hier müsste noch eine Suche eingebaut werden. Hier, Direwolf-Sattel da. Also, Direhold, das ist halt für mich Dings da. Wie heißt's? Ark. Mal. Fasern brauche ich. Brauchst du noch schnell einen Sattel für den? Ich bin gespannt, wenn die Eier schlüpfen. Sattel können wir hier bauen. Ist halt nicht so jetzt halt hier. Da ja wohl Sattel, da. Beginn. Hilft einer? Komm schon helfen, Digga! Soll das jetzt hier? Ah, da kommt er. Ich hoffe, ich kann noch mehr hier Helfer haben. Ich habe ein bisschen mit der Config heute versucht rumzuspielen.
weiß nicht, ob sich das, ob die Settings klappen, die ich gestern gemacht habe. Ich habe die, ich habe die den Tag ein bisschen verlängert. Die Nacht hat aber so gelassen. Weil Nacht ist halt auch wichtig, weil wegen der Nachtpause. Ich habe die Nacht halt nicht, weil ich habe nur den Tag halt ein bisschen verlängert. Also einfach gemacht, dass er langsamer läuft. Taggeschwindigkeit 1,0. Ich habe 0,75 gemacht. Den Alpha-Zahn. Das. Okay, ich kann ja auch, glaube ich, warte. Ey. Ich kann ja, glaube ich, auch hier arbeiten von denen, oder? Ich kann ja, glaube ich, auch von denen arbeiten hier. Oder? So, und ich dachte, ich kann von denen arbeiten. Ja, okay, leider nicht. Aber irgendwas ging das. Ja, so ein Wolf ist halt viel geiler als so ein Flugding, finde ich. Oha, guck mal an, wie geil. Und mit Shift halt laufen. Die Absteigen F gedrückt halten, ja, ja. Hammer, Hammer. Das hier läuft voll der Tektor nebenbei. Hätte ja in der Aufnahme nicht wegen Copyright-Gedönse. Das mit dem mit mehr tragen finde ich komisch. Alexa? Wie ist der Timer? Du hast 11 Minuten verbleibend auf. Ja, deswegen machen wir noch so hier arbeiten um die Basis herum. Damit wir zur Basis können wegen der Schlüpfen. Ich weiß nicht, wie das genau ist, wenn die schlüpfen, was ich da machen muss. Und dann gehen wir dann auf Reisen. Diese Sachen brauchen wir eh. Kann ich. Bin ich im. Achso, ich bin im falschen Fenster. Ich hab gerade rausgetappt jetzt. Oder auch nicht. Hui, hallo? Ja, okay, geht. Ja, das ist schon gemütlicher, ne? Auf Pause zu kommen. Obwohl der Wolf halt schon mehr Spaß gemacht hat. Aber um direkt nach Hause zu kommen, ist es halt schneller so. Kannst während der Ausdauer aufbaut, kannst du nicht. Oh. Kannst du halt nichts machen. Geil, Mann. Mix Beste. Sind die alle depressiv, Alter? Was mit denen? Depressiv, ey. Ich sorg für die gut. Ich lasse 24/7 schuften. Was ist denn das? Also, so sollen froh sein, dass sie überhaupt ein Zuhause haben hier. Sollen das, Digi? Ach, der hat nichts gemacht, der Fuchs hier. Anscheinend gar keinen Bock gehabt, die Sau. Krass. Hat anscheinend keinen Bock gehabt hier. Was grillen wir denn? Was grillen wir? Dann machen wir Spieß hier.
da draußen los? Ich habe Baseballschläger hier. So, nochmal kurz schauen. Da steht 450. Aber bei dem... Das ist ein No-Joke. Schnauze. Bei dem steht doch hier, wenn Kativ im Team ist, trägt es dein Gepäck, was deine Maximallast erhöht. Geht ja nicht. Ich habe 450. Sprich mal so einen, so einen mit. 450. 500. Okay, ich sag nichts. 500. Das ist einfach nur, wenn er im Team ist. Okay, okay. Er muss einfach nur da sein. Er muss gar nicht aktiv sein. Das ist natürlich strong. Kann es noch einer vielleicht mit mehr Kilo? Gewicht? Der Boss kann das ja auch, aber der Boss ist, glaube ich, nicht hoch genug vom Level. Also, oder weil ich nicht hoch genug bin. Das, die wollte ich ins Fixie. Die Viehfarm. Ich habe nur das hier. Das ist eine Viehfarm? Farmarbeit. Tu mal Vixie ins Team hier rein. Die da. Anstelle von... Der bewässert, der pflanzt an. Der baut ab. Der macht Flammendinger, aber macht er auch nicht. Der baut auch ab. Nehmen wir mal, machen wir mal den raus. Für die... wissen die? Ach, das ist Flambell. Was macht er? Hier. Tun wir mal. Ja, einfach einen Fuchs weg. Die tun eh nicht brennen, den Ofen. Warum auch immer. Wo ist sie denn? Hier. Halbert ist ja Game Pass drin. Ja, aber die Versionen sind unterschiedlich. Du kannst nicht mit dem Game Pass auf einen dedicated Server machen, kannst du nicht. Und du kannst nicht auf dem dedicated Server spielen. Und du kannst nicht gemeinsam mit Team spielen. Es ist eine andere Spielandes-Version. Kacke. Das sage ich sogar in der Folge in den ersten 2-3 Minuten auf YouTube, als sie released wurde. Wir haben die Version 0.1.2. Game Pass hat irgendeine alte Version mit 0.1.0 oder so. Und du kannst halt auch den Server nicht beitreten, kannst keinen Server machen, gar nichts. Das ist so eine Scheiße, ist das. Ich hasse eigentlich alle Game Pass Versionen. Komplett verändert und alles und viele Sachen eingeschränkt. Weil es halt mit Konsole kompatibel sein muss, weißt du? Auch die Save Games komplett anders geschrieben. Ist eine gute Sache, Game Pass, aber was das angeht, ist es halt nicht geil. Ist halt nicht so Bombe. Kannst dir ja vorstellen, wenn du da nicht spielen kannst mit irgendwelchen, musst halt. Vielleicht gleichen sie die Version noch an. Aber es ist halt ein ganz anderes Game da, keine Ahnung. Bin kein Fan, also ich war schon Fan von Game Pass, aber so wirklich ist halt doof. Irgendwie zockt man die Spiele ja doch nicht. Und dann muss man sie... Wenn die Spiele ewig da sind, finde ich es geil, aber die gehen ja dann weg. Danke, Voodoo, du auch. Ich glaube, das ist auch das perfekte Spiel für dich hier. Hat bisschen von Valheim, hat von Ark, hat von Factorio, ist bunt für dich. Ultra wild. Keine Ahnung, ob du Pokémon magst oder kennst, ich nicht, aber das ist ja scheißegal im Endeffekt. Ist krass. Und die ganzen Features hier, die es gibt,
Ganz viele Quality of Life Features habe ich schon einige erwähnt und habe auch schon geschrieben, was ich von dem Spiel halte in YouTube und auch auf dem Live-Channel. Krass. Ich habe Text geändert, ja, weil ich möchte nicht auf meiner Homepage stehen, ich hasse Menschen. Ich habe das geändert, liebe alle Menschen. Also, will ich nicht. Will ich nicht. Muss nicht sein, offiziell mit meinem Namen, meiner Adresse, alles das dann da steht, ich hasse Menschen. Ist, keine Ahnung, natürlich habe ich es rausgenommen, na klar. Macht man nicht. Wir sind doch hier nicht im Forum bei irgendwelchen Verschwörungstheoretikern und irgendwelchen komischen Leuten. Wir sind hier bei anderen komischen Leuten. Weil alles, was da steht, dafür stehe ich mit meinem Namen. Nee, ist nicht mein Game. Das finde ich sehr, sehr komisch, weil du ja Valheim magst. Und das hat auch sehr, sehr viele Parallelen zu Valheim. Das Krasse ist, die Tiere helfen dir, ne? Der baut hier Holz ab, der andere hackt Stein, der eine pflanzt an. Wenn du was, das Geilste ist, wenn du was in die Kiste tust, kannst du überall zugreifen. Kannst du von überall aus zugreifen. Von jeder Bergbank kannst du auf jede Kiste zugreifen und brauchst kein Sortierungssystem, weißt du? Das ist halt ultra strong. Weiterleitungshinweis. Die von dir besuchte Seite versucht an dich, Achso, hast du sowas drin oder was? Hast du so einen Blocker drin? Okay. Weiterzuleiten. Falls du die Seite nicht besuchen möchtest, kannst du zurückkehren. Okay, cool. Ja, nice. Ablehnen. Okay, cool. Ja, coole Tassen. Ist auch süß. Ich hab's halt rausgenommen. Ich fand's nicht angebracht. Ich muss dir sagen, ich glaube, dass es Enshrouded ultra schwer hat. Weil, wenn es... Dieses Spiel, ich spiele seit vielen Jahren Survival-Spielen. Und dieses Spiel, glaube ich, dass die Entwickler selbst gespielt haben. Und wenn sie auf irgendwelche Sachen gestoßen sind, haben sie gesagt, hey, das und das würde ich ändern. Das habe ich noch bei keinem anderen Survival-Spiel gesehen so. Generell bei Spielen hatte ich noch nie oder selten das... das Gefühl, dass die Entwickler es gespielt haben. Also du kommst immer in irgendwelche Passagen, denkst dir, hä? Was soll das? Unlogisch, scheiße, total komisch. Und dann brauchst du Mods, die das optimieren und verbessern. Das Spiel, allein durch die Quality of Life Features, das mit den Kisten, mit der Sortierung, mit den Tieren, dass sie hier helfen, selbstständig arbeiten. Und noch viele andere Sachen halt. Kann ich gar nicht. Also man kann das, wenn man es nicht spielt, hat man null Ahnung, was passiert im Spiel. Weil es ist intuitiv gut. Du brauchst nicht irgendwelche komischen Sachen probieren. Du kannst dir vorstellen, wie es funktioniert und es funktioniert. Sonst bei jedem Spiel stehe ich da, wie geht das? Also es hat. Enshrouded muss es ultra gut machen. Allein das Kissensortierungssystem. Hammer. Wir hören gleich in 9 Minuten, wenn wir gleich irgendwas aus.